Genau, und darf Sie ganz herzlich heute nochmal begrüßen zu unserer liberalen Ideenwerkstatt, Asyl im Allgäu, Status Quo und Perspektiven. Mein Name ist Michael Käser, ich bin Kreisvorsitzender der FDP im Oberallgäu und Mitglied im Oberallgäuer Kreistag. Darf Sie ganz herzlich heute Abend begrüßen. Ja, wir haben jetzt Mitte Dezember, Weihnachten rückt immer näher und Weihnachten ist ja auch so ein bisschen die Zeit, um sich zu besinnen. Und auch auf das Wichtige zu konzentrieren, Familie, Freunde, und würde ich auch sagen, humanitäre Werte, die unser christlich-jüdisch geprägtes Abendland ausmachen. Und das haben wir uns auch bei unserer liberalen Ideenwerkstatt ganz groß auf die Fahne geschrieben. Im Dezember machen wir immer Veranstaltungen bei der FDP, die ja, ans Herz gehen zum einen und natürlich auch soziale Problemstellungen in den Mittelpunkt nehmen. Und dieses Jahr haben wir uns dafür entschieden, das Thema Asyl, Flucht und Migration heute zu behandeln. Ja, 2015, wer kann sich daran nicht erinnern, war es das allumspannende Thema. Auch die Jahre danach war kaum von etwas anderem die Rede über das Thema Flüchtlingswelle, sage ich jetzt mal. Ich mag den Begriff persönlich gar nicht, aber das ist das Wort, das eben diese Jahre nach 2015 mitgeprägt hat. Und es war Angela Merkel, die damals das fast schon geflügelte Wort ins Leben gerufen hat: Wir schaffen das. Heute Abend wollen wir uns fragen, ob wir es geschafft haben, vor allem hier im Oberallgäu. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, haben wir drei Experten heute da. Zum einen haben wir Herrn Heinz Pesch vom Landratsamt da, der jetzt per Telefon zugeschaltet ist. Herr Pesch, können Sie uns hören? Ich kann Sie perfekt hören. Ich hoffe, dass Sie mich jetzt auch Jetzt verstehen können. wunderbar. Wir können Sie auch wunderbar hören. Wunderbar. Oh, Wunder. Genau, Herr Pesch ist wie gesagt im Amt für Migration im Landratsamt Oberallgäu tätig und kann eben von Behördenseite heute Abend ein bisschen Auskunft geben und die Zeit seit 2015 Revue passieren lassen und auch Auskunft über den aktuellen Status quo geben im Oberallgäu. Vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei sind, Herr Pesch. Kein Problem. Wunderbar, dann haben wir Elfriede Roth heute da. Elfriede Roth ist meine Kreistagskollegin von den Grünen. Aber in der Funktion ist sie heute gar nicht da, sondern als ehrenamtliche Fluchthelferin hat sie sich einen Namen gemacht und große Verdienste erworben, bis hin zum Bundesverdienstkreuz am Bande ging das dann. Also großen Respekt dafür erstmal und ich freue mich von dir ein bisschen was über deine spannende ehrenamtliche Tätigkeit zu hören und auch deine Einschätzung zu diesem Thema. Vielen Dank, dass du heute Abend da bist. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und last but not least haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast, nämlich Abed Al-Shalabi. Abed hat selber Fluchterfahrung, ist 2015 aus Syrien ins Allgäu gekommen und wird uns an seiner wirklich spannenden und interessanten Erfahrungsreise teilhaben lassen. Vielen Dank, Arbe, dass du dir heute Abend auch die Zeit nimmst, um mit uns über dieses wichtige Thema zu diskutieren. Danke für die Einladung. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich ins Thema hinein. Wie gesagt, 2015 hat unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt, teilweise auch die Gesellschaft gespalten, möchte man sagen. Es waren sehr große Herausforderungen, die da auf uns zugekommen sind. Es gab sehr, sehr viele Menschen, die auf einmal hierher kamen, von Krieg bedroht. Manche sind aufgrund von ihren wirtschaftlichen Lebensverhältnissen oder der generellen Situation in ihrem Land geflohen nach Deutschland. Und da stellte sich natürlich auf einmal die Frage, wo bringen wir die Leute unter? Und wie gehen wir mit dieser fast schon Masse an Menschen um, die jetzt hier nach Deutschland kommt? Und ja, Herr Pesch, mich würde einfach interessieren, wie haben Sie diese Situation damals wahrgenommen? Was waren das für Diskussionen 2015 im Landratsamt und was hat sich seitdem getan?
Also ich persönlich habe das an sich gar nicht wahrgenommen, weil ich bin jetzt seit 2018 wieder im Amt für Migration tätig. Aber ich habe es natürlich trotzdem auch mitverfolgt, weil das natürlich im Haus auch bei uns relativ hohe Wellen geschlagen hat und einen erhöhten Personalbedarf ausgelöst hat. Wir wurden halt 2015 von der schieren Menge der Zuweisungen überrollt und hatten einfach in der Kürze der Zeit das Problem, dass wir keine geeigneten Objekte zur Unterbringung hatten. Im Ergebnis war es dann so, dass wir geplant hatten oder das durchgeführt haben, dass wir in der Turnhalle in Immenstadt und in Hindelang sozusagen Erstaufnahmeeinrichtungen geschaffen haben, von denen wir dann die Leute in die Unterkünfte, die nach und nach angemietet und vorbereitet wurden, abverlegt haben. In der Spitze 2016 hatten wir dann bis zu 55 Unterkünfte mit in der Spitze auch bis zu 1300 Personen belegt. Und nach 2016 hat sich diese Situation dann bis 2020 deutlich entspannt. Und jetzt zieht es halt 2021 wieder an und wir kommen jetzt rein, was die Unterbringung angeht, wenn auch nicht die Gesamtzahlen, wieder in ein ähnliches Problem zurzeit im Oberallgäu. Das klingt sehr dramatisch. Können Sie das ein bisschen detaillierter ausführen? Also inwiefern oder welche Ursachen hat es, dass es die Situation jetzt wieder anspannt und um wie viele Wohnungen geht es da, die man eigentlich bräuchte? Also wir haben jetzt im Oberallgäu eine etwas schwierige Situation deswegen, weil insgesamt natürlich die Zahlen der Asylbewerber wieder gestiegen sind 2021 und die Zuweisungen im Landkreis Oberallgäu auch. Wir haben dieses Jahr ungefähr 300 Zuweisungen an Personen gehabt, im Vergleich zu den letzten Jahren, wo wir unter 200 waren. Das wäre eigentlich gut zu beherrschen gewesen, wenn wir nicht ausgerechnet dieses Jahr sehr viele Unterkünfte schließen mussten, weil wir die Mietverträge nicht verlängert bekommen haben und über 200 Plätze verloren haben. Das heißt, wir haben eine deutlich gestiegene Zuweisungszahl bekommen bei gleichzeitigem Verlust von Unterbringungsplätzen. Und wir sind ja schon seit Dezember letzten Jahres, also Dezember 20, dran, neue Unterkünfte zu suchen und haben leider bis jetzt noch keinen großen Erfolg gehabt. Das bedeutet, dass wir zurzeit ungefähr 950 Plätze in den Unterkünften zur Verfügung haben, von denen aber fast 900 belegt sind. Also wir haben jetzt nur einen sehr kleinen Rest und wir haben halt das Problem, Frau Roth kann das leidvoll bestätigen, dass halt, wenn die Unterkünfte voll sind, die Probleme auch deutlich zunehmen, weil es für die Leute halt einfach auch sehr unangenehm ist, weil die Enge einfach wieder das Zusammenleben halt auch erschwert. Das ist sehr eindrucksvoll, wie Sie das schildern. Abgesehen von der Wohnsituation, die ja jetzt anscheinend sehr dramatisch zu werden scheint oder ist, sehen Sie noch, was gab es für andere Herausforderungen, die es zu bewältigen gab? Stichwort zum Beispiel Integrationsleistungen, Deutschkurse und so weiter. Wie haben wir das im Oberallgäu hier gelöst? Also es ist so, dass grundsätzlich Nationalitäten, die eine hohe Anerkennungsmöglichkeit haben, auch gleich Integrationskurse von Anfang an kriegen. Allen ist klar, dass Sprache das Wichtigste für die Integration ist, sodass Sprachkurse natürlich auch sehr wichtiger Teil sind. Aber diesen Zugang zu Integrations- und Sprachkursen haben am Anfang halt nicht alle Asylbewerber, das muss man ganz klar sagen. Wir haben insgesamt natürlich dann eine ziemlich hohe Anerkennungsquote. Man muss sagen, dass ungefähr ein Drittel aller Asylbewerber anerkannt wird. Wir haben jetzt im Landkreis Oberallgäu ungefähr auch 800 Personen, die Asylbewerber positiv durchlaufen haben, die Asylverfahren, und die jetzt entweder in Unterkunft sind oder auch schon in normalen Mietwohnungen sind und die jetzt nach Abschluss ihres Asylverfahrens oft auch Integrationskurse besucht haben. Die Organisation läuft eben oft über Caritas Diakonie, über die Deutsch- und Bildungskurse und vor allem über die ehrenamtlichen Helfer auch oft. Sie haben da gerade das Stichwort gegeben, ehrenamtliche Helfer. Man hat ja in dieser Bewältigung der Flüchtlingskrise, möchte man sagen, glaube ich, hätte man sich gar nicht vorstellen können, wie das geklappt hätte, wenn man eben nicht diese große Welle an Unterstützung aus der Bevölkerung gehabt hätte. Und eine davon, die mitten drin statt nur dabei war, ist Elfriede Roth. Elfriede, du bist schon sehr lange Flüchtlingshelferin. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie du diese Zeit wahrgenommen hast und wie du die ganze Situation seit 2015 oder vielleicht sogar davor bis jetzt bewertest. Ja, gerne. Also zum einen, Michael, vielen Dank, dass du das Thema einfach auch mal wieder ansprichst, denn das wird, wie es der Herr Pesch schon gesagt hat, aktueller wieder in der Zukunft. Wir haben ja die Situation an der Grenze zu Belarus und Polen, aber
Aber in Bosnien und Griechenland ist ja die Situation für die Geflüchteten einfach fast unmenschlich und nicht tragbar. Darum glaube ich, ist das schon in der Zukunft ein Thema und wir sollten einfach versuchen, ja, das so gut wie möglich zu machen. Und ich denke, das ist auch gar kein Problem. Ja, wie war das 2015? Also 2015 war ja dann in Sonthofen eine Erstaufnahme. Die haben wir Ende 2014, wurde die in der Kaserne eingerichtet. Und da kamen da schon wöchentlich 100 bis 150 Geflüchtete jede Woche an. Und die wurden dann da ärztlich untersucht und nach einer Woche wieder weiterverteilt in ganz Deutschland. Wir haben dann damals eine Kleiderkammer eingerichtet und die Menschen mit Kleidung versorgt und sind auch immer mit am Bahnhof, damit die alle in die richtigen Züge einsteigen. Dann kam August, September 2015, als dann ja, die vielen Menschen, als die Grenze aufgemacht wurde und die vielen Menschen kamen, und der Herr Pesch hat schon gesagt, es wurde dann die Tennishalle in Hindelang zusätzlich als Erstaufnahme aufgemacht und in Immenstadt die Turnhalle und meines Wissens auch in Sulzburg. Also das muss ich sagen, das war schon eine sehr, sehr, sehr chaotische Situation. Da kamen in der Woche bis zu 300 Leute, also 6 bis 7 Busse an. Und am nächsten Tag waren die Hälfte der Leute aber gar nicht mehr da, weil die wollten eigentlich gar nicht bei uns im Oberallgäu bleiben. Die sind einfach weitergereist. Also da war, glaube ich, niemand so wirklich darauf vorbereitet, wie die Registrierung ablaufen soll. Das wurde alles, ja, also es war, glaube ich, schon sehr chaotisch. Aber auf jeden Fall, irgendwie haben wir das alles geschafft. Und es wurde ja dann auch, wurden die Grenzen ja dann wieder geschlossen, dann wurde es wieder ruhiger. Aber wir mussten ja die Menschen im Oberallgäu zusätzlich unterbringen, wie der Herr Pesch schon gesagt hat. Und der Landrat hat dann einfach ja geschafft, dass in allen Gemeinden im Oberallgäu bis auf Balderschwang Unterkünfte zur Verfügung gestellt wurden. Und auch in allen Gemeinden haben sich auch Helferkreise gebildet. Und es waren wirklich, also es war eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Und viele, viele Menschen wollten einfach helfen und die Leute, die bei uns sind, unterstützen. Sei es mit Kleidung, sei es mit Deutschkursen oder Kinderbegleitung und. Wir hatten dann im Oktober 2015 in Sonthofen von heute auf morgen 200 Menschen, die untergebracht wurden, also einen in der Kaserne und in einem Containerlager hinten in der Gründenkaserne. Und also in der Kaserne waren es hauptsächlich Familien mit Kindern und hinten waren es 112 alleinstehende Männer. Das war schon sehr, sehr, ja, nicht heftig, aber grenzwertig. Und manchmal haben wir uns schon überlegt, wie schaffen wir das alles? Es mussten alle Kinder in der Schule untergebracht werden. Also auch die Schulen hatten da eine große Herausforderung. Also die Grundschule und die Mittelschule in Sonthofen haben das wirklich, wirklich super toll gemacht und die Kinder vorbereitet auf die Schule und auch die in der Mittelschule. Also da muss man auch wirklich auch die Schulen mal ganz groß loben, wie die sich engagieren. Also das machen sie auch heute noch. Die engagieren sich unglaublich für die Kinder. Und viele Kinder haben inzwischen auch, sind auf dem Gymnasium, manche studieren schon. Also da durch diese vielen ehrenamtlichen Helfer ist es schon, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir im Oberallgäu, dass die Menschen ja ankommen konnten und Unterstützung hatten, dass sie hier ja vielleicht eine Heimat finden. Alle bleiben ja nicht hier, manche wandern ja auch weiter. Aber ein Teil bleibt hier. Viele haben inzwischen Wohnungen und Arbeiten. Also vor allem die, die einfach eine Anerkennung bekommen haben. Das ging ja am Anfang ziemlich schnell, dass die syrischen Geflüchteten einen Aufenthaltstitel bekamen und durften auch gleich Deutsch lernen, wie der Herr Pesch sagt. Das finde ich überhaupt nicht, also das ist was ich einfach immer nicht gut finde und auch bis heute nicht gut finde, dass nur
bestimmte Nationalitäten, die eine hohe Bleibeperspektive haben, einen Deutschkurs machen dürfen und die anderen fallen da hinten runter. Das ist so eine Art Zwei-Klassen-Flüchtlinge. Aber das habe ich jetzt im Koalitionsvertrag gelesen, dass sich das wohl ändern wird, dass jedem ein Deutschkurs zusteht. Und das finde ich schon wichtig. Denn auch von denen, die keine Anerkennung haben, sind 2015 auch noch viele bei uns, weil sie nicht in ihre Heimat zurückgehen können, aus welchen Gründen auch immer. Und auch die sollten eine Chance haben, hier zu arbeiten. Und die beste Chance ist einfach immer die Sprache. Und das wäre, also das ist was, wo mir immer, ja, ein bisschen, wo ich einfach nicht in Ordnung fand. Es gab natürlich viele Ehrenamtliche, die auch für diese Flüchtlinge Deutschkurse gegeben haben, aber es ist halt nicht das, was, als wenn ich einen Deutschkurs bei Kolping oder sonst wo mache. Also da hoffe ich jetzt, dass das bei der neuen Regierung besser wird, dass alle sofort die Chance haben, einen Deutschkurs zu machen. Das ist eine Geschichte, was uns schon auch, ja, nicht, also es, in Sonthofen ging es eigentlich relativ problemlos, die vielen jungen Männer. Es gab ja dann in der Berufsschule diese Klassen, speziell für Geflüchtete, aber das durften nur die Leute bis 23 und der Rest ist natürlich wieder hinten runtergefallen. Aber auch da gab es Deutschkurse und auch, also ich muss einfach sagen, jeder, der kommt, würde gern arbeiten, Geld verdienen und sich eine Wohnung suchen. Also nicht, wie es immer heißt, die kommen alle nach Deutschland, um hier in die Sozialsysteme sich bequem zu machen. Das stimmt einfach nicht. Also der Wunsch durch die Bank von allen ist, eine Arbeit zu finden und Geld zu verdienen. Und auch da ist jetzt wieder meine Hoffnung in der neuen Regierung, dass sich manche durch das, wenn sie lange arbeiten, sich nichts zu Schulden kommen lassen haben, eine Möglichkeit haben, so auf dem zweiten Weg, dass sie einen Aufenthalt bekommen, weil das ist einfach frustrierend, wenn Leute hier 2-3 Jahre arbeiten, dann wird ihnen plötzlich von heute auf morgen die Arbeitserlaubnis entzogen. Ich weiß, der Herr Pesch, da sind wir nicht einer Meinung. Das macht man gerne, wenn jemand nicht gleich seinen Pass beibringen kann, dann wird ihm gerne erstmal die Arbeitserlaubnis entzogen, man setzt sie unter Druck. Die Duldung wird dann nur immer für 3 Monate verlängert. Auch das soll jetzt sich ändern. Das fände ich jetzt auch ganz gut. Aber ich erhoffe mir einfach, dass da auch Menschen, die jetzt nicht diesen speziellen Asylgrund haben, eine Chance kriegen, doch hier nun legalen Aufenthalt zu bekommen oder eine Ausbildung zu machen. Manche strengen sich unglaublich an, gehen in die Berufsschule, lernen Deutsch, finden einen Ausbildungsplatz. Dann kriegen sie keine Genehmigung, die Ausbildung zu machen. Das sind auch Dinge, die Helfer natürlich sehr frustrieren, weil die Helfer suchen, reden mit den Betrieben und dann heißt es, nein, wird nicht erlaubt. Also das sind alles so Sachen, die einfach den Helfern manchmal auch, ja, die frustrieren oder die dann auch sagen, ja, wir machen alles, aber dann klappt es einfach nicht. Und das ist natürlich für viele frustrierend. Ich meine, es gibt inzwischen natürlich die Helferkreise, haben sich sehr dezimiert. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Helfer. Aber auch die Unterkünfte sind ja, wie der Herr Pesch schon gesagt hat, einige weggefallen und in manchen sind auch gar nicht mehr so viel drin. Jetzt ändert sich es gerade wieder. Aber das sind alles so Dinge, wo man halt immer wieder ein bisschen frustriert ist oder auch die Menschen frustriert sind. Ich meine, wenn jemand die Arbeitserlaubnis entzogen wird, der ist einfach frustriert, er versteht es nicht. Und jetzt sitzt er in der Unterkunft, gerade die jungen Männer. Was soll er denn machen? Das ist natürlich schon auch ein Problem, dass dann irgendwo ein bisschen in die Kriminalität abdriftet oder dass sie, wenn sie Angst vor der Abschiebung haben, viele natürlich auch untertauchen. Also da hadert man manchmal oder leidet auch mit den Familien oder den Männern. Ja, das sind einfach ja, so die Dinge, die wir über Jahre erlebt haben. Man erlebt viele Familien, die
Arbeit gefunden haben, die Kinder sind top, die gehen in die Schule. Also wir sind in Sonthofen unglaublich stolz auf unsere Kinder. Die machen das wirklich toll, obwohl sie in dieser Kaserne leben. 6 Personen in einem Zimmer, also Vater, Mutter, 4 Kinder. Und trotzdem schaffen es die Kinder einfach gut zu sein in der Schule, sich anzustrengen. Aber was auch ein ganz großes Problem ist, ist die Wohnungssuche für die Anerkannten. Es ist fast nicht möglich für eine Familie mit 4 Kindern eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und so sitzen die halt immer nur in der Unterkunft und das über Jahre. Also das ist auch was, wo man nicht wirklich lösen können, aber wo natürlich schon wünschenswert wäre, dass man da bei der Wohnung, ja, ich habe da auch keine Lösung und das SWB hat auch nicht die adäquaten Wohnungen. Also das ist etwas, das Wohnungsproblem, das würde uns auch helfen, dass in den Unterkünften mehr Platz ist. Aber können wir im Moment nicht lösen. Ja, so im Großen und Ganzen, es ist, wie gesagt, durch die vielen Anerkennungen haben sich auch die Nationalitäten verändert. Die syrischen Flüchtlinge sind die meisten inzwischen in eigenen Wohnungen, sind vielleicht auch in andere Bundesländer umgezogen. Wer halt wenig Bleibeperspektive hat, der lebt weiterhin in den Unterkünften. Und jetzt, wie der Herr Pesch gesagt hat, kommen wieder mehr Geflüchtete zu uns. Interessanterweise auch aus Griechenland, wie es jetzt mit Afghanistan und Belarus weitergeht. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, wir finden weitere Unterkünfte um uns in Sonthofen. Unsere Unterkunft ist einfach zu voll. Also das ist so nicht mehr tragbar. Wir sind 140 Personen und davon 70 Kinder und das geht auf die Dauer so nicht mehr. Aber ich hoffe und wünsche mir, dass es neue Unterkünfte gibt und wir die Menschen bei uns wieder ein bisschen mehr Platz haben zum Leben. Jetzt mal so weit. Vielen Dank für die wirklich eindrucksvolle Schilderung deines Einsatzes und auch nochmal danke für deine Arbeit. Ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was da ehrenamtlich gemacht wird. Also nochmal, das mache ich nicht alleine. Ich muss sagen, es ist allen, ganz, ganz allen Ehrenamtlichen, die mithelfen, einfach nochmal Lob und Dank sagen oder ganz, ganz vielen Dank für die immer nur täglich den Menschen helfen. Und die Leute, die Familienpaten haben, die schaffen es auch schneller. Wenn sie jemanden haben, der sie unterstützt bei allem, ist das immer Gold wert. Das ist eine wunderbare Überleitung zu unserem anderen Gast. Abed Al-Shalabi ist heute Abend auch bei uns. Abed hat eine ganz besondere Flüchtlingsgeschichte, möchte ich fast sagen. Du bist auf jeden Fall das Musterbeispiel eines integrierten Syrers, würde ich so sagen. Abed spricht besser Deutsch als ich. Das muss man auch erstmal hinkriegen, wenn man erst 6 Jahre hier ist. Und Abed, erzähl doch mal ein bisschen so deine Geschichte. Du bist 2015 ja aus Syrien hierher gekommen. Wie hast du denn dieses Asylverfahren erlebt und was hat dich am meisten gestört? Was waren die größten Hemmnisse auf dem Weg hier nach Deutschland? Auf dem Weg nach Deutschland? Also meinst du jetzt die Flucht generell, oder? Ich würde es mal anfangen, ab dem Zeitpunkt, wo du die Grenze überschritten hast. Okay, ja. Also zunächst muss ich zweierlei betonen. Zum einen, dass ich zu denen gehöre, die das Privileg haben, hier anerkannt worden zu sein, die das Privileg haben, auch dass deren Schulzeugnisse anerkannt wurden. Ich habe auch das Privileg, studiert zu haben in Deutschland, auch Sprachkurse besucht zu haben. Das sind alle Privilegien, die viele Menschen nicht haben. Also das heißt, im Grunde, ich gehöre zu der ersten Klasse der Flüchtlinge. Das hat jetzt nicht mit meiner Leistung zu tun, sondern das hat mit strukturellen Fragen zu tun, wie der Gesetzesrahmen hier so ist. Ich würde weniger von dem sprechen, was mich gestört hat. Ich würde eher den Fokus darauf legen,
was mich besonders aufgebaut hat, gestärkt hat. Und das waren eben diese positiven Erfahrungen, die Frau Roth gerade geschildert hat. Ich habe auf dem Dorf, auf dem ich untergebracht worden bin, auch ein soziales Feld vorgefunden, das mich stark unterstützt hat, das mich auch sehr stark aufgebaut hat. Also ich war fast perspektivlos angekommen. Mir war diese Unsicherheit, wie lange muss ich noch warten, wie lange muss ich in dieser Unterkunft verharren. Ich war auch in einem Zimmer untergebracht mit 4 anderen Personen. Und also diese Ungewissheit, wie lange das Verfahren überhaupt dauern kann, ob das Verfahren überhaupt positiv beschieden wird, sie war fast eine Qual. Aber dennoch würde ich trotzdem den Fokus auf das Positive legen. Und die Erfahrungen, die ich auf diesem Dorf gemacht habe, machen durfte, das Dorf ist im Ostallgäu, Egental heißt es, die haben mich in die Lage versetzt, überhaupt mehr einen Plan zu setzen, einen Entwurf zu machen, von dem ich ausgehen kann, wie mein Leben, mein neu angefangenes Leben sich in Deutschland gestalten wird. Die Bürokratie, davon brauche ich jetzt nichts berichten. Ich glaube, es ist allen bekannt, die mit dem Thema zu tun haben. Die ist aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung und aus den Berichten, die ich auch zu Gehör bekomme, die zählt jetzt ganz subjektiv darauf ab, Integration zu verhindern. Also ich kenne viele Beispiele von Menschen, die super motiviert sind, die sich anstrengen, die auch Bestrebungen haben, auch eine Perspektive erreichen wollen. Die Perspektive werden dadurch vereitelt, weil ein Antrag einfach nicht genehmigt wird, weil der Sprachkurs nicht besucht werden kann und so weiter und so fort. Was das Thema Entzug von Arbeitserlaubnis betrifft, habe ich auch einige Menschen erfahren und erlebt, die mir auch ähnlich berichtet haben. Ich habe das nie verstanden, würde es auch nie verstehen, warum jemand, der von seiner Arbeitshand, quasi von seinen Händen leben möchte, daran gehindert wird und eigentlich dann dem Muster entsprechen muss, dass er nicht arbeitet. Und das ist für mich nach wie vor kann ich noch gar nicht verstehen. Also weder menschlich noch rechtlich noch gesellschaftlich. Genau, das sind einfach so Themen, die sich auch häufig stellen. Danke. Fürs Erste jetzt hat natürlich die Große Koalition in den Koalitionsvertrag einiges reingebracht. Elfriede Roth hat sich ja schon erwähnt, dass sie da große Hoffnungen reinsetzt. Ich möchte mal so ein paar Schlaglichte aus dem Koalitionsvertrag auch in diese Runde einbringen. Zum Beispiel soll mehr digitalisiert werden. Das ist natürlich ganz klar, dass das sein muss heutzutage. Prozesse müssen digitalisiert werden. Dann ganz wichtig, glaube ich, ist, dass Leute, die bis 27 Jahre alt sind, wenn sie 3 Jahre hier sind, auf jeden Fall ein Bleiberecht bekommen. Das ist eine Entbürokratisierung, glaube ich, die schon Sinn macht. Dann soll auch ein Chancenaufenthaltsrecht eingeführt werden. Jemand, der ab dem 1. Januar nächsten Jahres, also dann ziemlich bald, seit 5 Jahren in Deutschland ist und nicht straffällig geworden ist, der soll ein Jahr eine Aufenthaltserlaubnis bekommen auf Probe, um eben sich die Zugangsvoraussetzungen für ein Bleiberecht zu erfüllen. Das ist, denke ich mal, auch ein Paradigmenwechsel. Dann das, was vor angesprochen worden ist, Geduldete in Ausbildung, da soll es auch Erleichterungen geben, mehr Rechtssicherheit. Eine Beschäftigungsduldung soll entfristet werden. Dann sollen, wie schon von Elfriede Roth vorher gesagt, die Integrationskurse für alle angeboten werden, halte ich auch für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dann soll es ein Bundesprogramm zur Stärkung gesellschaftlicher Teilhabe geben. Die Asylverfahren sollen zügiger, fairer und rechtssicherer ablaufen. Es soll die Widerspruchsprüfung soll wieder anlassbezogen stattfinden. Also lauter
Veränderungen im Asylrecht, also meine persönliche Einschätzung, auch die vieler Parteikolleginnen und Kollegen, ist, dass besonders dieser Punkt Asyl- und Migrationspolitik besonders gelungen ist in diesem Koalitionsvertrag. Da möchte ich auch mal dann den Herrn Pesch dazu befragen, weil Sie ja dann diese neuen Gesetze ausführen müssen. Wie bewerten Sie diese Neuerungen und wie gehen Sie auch mit den teilweise kritischen Anmerkungen, die von Frau Roth und von Herrn Al-Shadabi gekommen sind, um? Können Sie das bestätigen oder sehen Sie das anders? So, das sehe ich natürlich fast schon naturgemäß teilweise anders, aber auch nicht immer. Also wir sind uns, glaube ich, in einigen Punkten schon sehr einig. Also das eine ist, dass die Unterbringungssituation, wie sie jetzt ist, nicht sein darf und verbessert werden muss. Ich bin auch der Meinung, dass es sinnvoll ist, die Integrationsmöglichkeiten früher zu schaffen und für einen größeren Personenkreis zu schaffen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man eine Beschäftigungs- oder Ausbildungsduldung, wenn man den Leuten da den Zugang erleichtert. Das ist für mich alles gute Lösungen und die uns auch vielleicht viel Arbeit nehmen. Wo ich Probleme habe, ist, wo man sich überlegen muss, wir reden immer von Asylverfahren. Asylverfahren sind immer noch Schutz vor politischer Verfolgung. Wir müssten halt jetzt irgendwann mal sagen, wir haben ein Asylrecht und wir haben ein Zuwanderungsrecht. Und ich bin immer noch nicht ein Freund davon, dass wir versuchen, über ein Asylrecht ein Zuwanderungsrecht zu schaffen. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Das gehört für mich anders geregelt. Ich halte auch nichts davon, Leuten, die ihre Identität nicht nachweisen können oder wollen, und es gibt auch wollen, ich weiß, das wird in dem Zusammenhang nicht gern gehört in diesem Kreis, aber es ist so, dass man die jetzt vielleicht den Zugang zur Aufenthaltserlaubnis etwas zu leicht macht. Ich bin immer noch der Meinung, dass es möglich und verpflichtend sein muss, dass man sich ausweist. Ich finde, der deutsche Staat kann verlangen, dass er weiß, wer jetzt in diesem Land bleiben kann. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sie haben ja darauf referiert, dass eben auch also diese ganzen Gesetze, die wir jetzt im Moment haben und Regelungen, das ist ja hochbürokratisch und komplex, dieses ganze System Einwanderung zum einen, was Sie gesagt haben, und Aufenthaltsgesetzbuch, das soll in ein Einwanderungs- und Aufenthaltsgesetzbuch überführt werden. Das haben Sie, wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ein bisschen kritisch gesehen, weil das zwei verschiedene Punkte sind. Wie bewerten Sie dann zum Beispiel auch den Spurwechsel, der ja auch kommen soll? Also das wurde ja auch vorher angesprochen, dass es viele Leute gibt, die schon in Arbeit sind, aber keine dauerhafte Duldung oder halt eine Duldung haben, aber keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, dass man die dann quasi über das Einwanderungsrecht bleiben lässt. Also das ist halt die generelle Frage, die vielleicht etwas schwierig ist. Wenn man sagt, ich komme auf dem Ticket Asylrecht, also ich komme, weil ich Schutz vor politischer Folgen suche, dann kann man aus meiner Sicht das auch relativ großzügig gewähren. Aber mein Problem, ich habe ein generelles Problem, wenn man dann sagt, und jetzt können auch alle bleiben, die arbeiten, vor allem wenn sie sich nicht ausgewiesen haben. Den Spurwechsel, den gibt es ja jetzt schon, und wenn man ehrlich ist, bei der Ausbildungsduldung ist der auch jetzt schon ganz gut gelungen. Bei der Beschäftigungsduldung ist er nicht sehr gut gelungen. Wir hatten da mal ein Referat im Januar 20, wo wir das vorgestellt haben, und da haben wir schon von Anfang an gesagt, dass bei der Beschäftigungsduldung nicht viel rauskommen wird, und so war es. Die Ausbildungsduldung funktioniert, und die funktioniert auch ganz gut, das muss man sagen. Also es schaffen relativ viele die Ausbildung, und die können auch bleiben und haben auch einen Anspruch drauf. Also das ist, glaube ich, wirklich auch jetzt schon gut geregelt. Wie die neuen Regeln da aussehen werden, kann ich natürlich noch nicht einschätzen. Und wie bei allen diesen Vereinbarungen, die im Koalitionsvertrag stehen, wird es halt sehr darauf ankommen, wie die ausgestaltet sind, also wie bürokratisch das Ganze wird. Wird es wirklich für beide Seiten entrümpelt, also auch für uns als Verwaltung, oder wird es halt wieder mit möglichst unbestimmten Rechtsbegriffen aufgefüttert, wo wir dann alle wieder ihre Probleme mit haben? Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, und ich glaube, an der Stelle darf man auch mal den Hauptamtlichen Danke sagen für ihre Arbeit im Asyl- und Aufenthaltssystem. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr komplexe Anrichtung. Ich habe mich versucht, ein bisschen einzuarbeiten im Vorfeld zur Veranstaltung, und das ist, wenn man nicht täglich damit befasst ist, wirklich schwer durchzublicken über die ganzen verschiedenen Regelungen und Status, die es da gibt. Herr Pesch, vielleicht noch die Frage. Wir haben ja gerade eben
den Status quo ein bisschen festgestellt. Wie sehen Sie denn die Perspektive in den nächsten Jahren? Sie haben ja gesagt, das Einwanderung oder das Asylgeschehen erhöht sich jetzt in den letzten Monaten wieder. Und wir haben ja geopolitische Herausforderungen, wie jetzt zum Beispiel, wurde auch schon angesprochen, Belarus, die Grenze, oder natürlich auch Afghanistan, wo die Taliban, das Taliban-Regime wieder die Macht erlangt hat. Wahrscheinlich werden auch noch andere Krisenherde auf der Welt, wie zum Beispiel durch Klimabewegungen und so weiter, dazu führen, dass es zumindest nicht daran mangeln wird, dass Leute eben eine bessere Zukunft hier in Deutschland suchen. Also meine konkrete Frage, wie sehen Sie die Perspektive oder wie geht es weiter in diesem Bereich, vor allem hier im Allgäu? Gibt es da schon Szenarien? Haben Sie schon Pläne in der Schublade, wie man eben auch in Zukunft auf ein Ansteigen der Flüchtlingszahlen reagieren kann? Also die Glaskugel, die das uns voraussagt, haben wir natürlich nicht. Also die komplette Zuweisung von Asylbewerbern läuft ja über den sogenannten Königsteiner Schlüssel, der halt prozentual für jedes Bundesland, für jeden Bezirk und letztendlich für jeden Landkreis die Zuweisungszahlen ermittelt, je nach Zugängen. Ich glaube, im Hinblick auf die Situation von Afghanistan ist es, glaube ich, nicht allzu mutig zu sagen, dass wir sicher mehr Flüchtlinge aus Afghanistan kriegen, plus wohl die Personenanzahl, die jetzt als die Helfer wieder nach Deutschland kommen dürfen. Wenn ich das die Woche richtig verfolgt haben soll, möchte die EU 40.000 Personen aus Afghanistan ausfliegen oder rausholen und davon würde Deutschland wohl 25.000 nehmen. Das wären ja in dem Sinn keine Asylbewerber, sondern Personen, die sofort eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, sodass die jetzt in dem Bereich nicht die Rolle spielen, weil die einfach einen Titel kriegen und bleiben können. Das Problem wird da eher auch die Unterbringung sein. Und da erwarte ich tatsächlich auch, dass der Staat das vielleicht nicht nur auf den schwächsten Gliedern, sprich den Kommunen und Landkreisen, ablädt, sondern dass dann tatsächlich auch da vielleicht die nicht in Unterkünfte müssen, sondern dass man sagt, da baut man auch, macht man gezielt Bauvorhaben für. Vielen Dank für diese Einschätzung. Also gezielte Bauvorhaben heißt dann quasi, dass man zum Beispiel durch sozialen Wohnungsbau gezielt eben Wohnraum schafft für Menschen, die hier unterkommen wollen. Es ist vielleicht, man muss ja wirklich sagen, wir reden hier vielleicht von einer Personengruppe, die sofort einen Aufenthaltstitel nach, so wie es aussieht, Paragraf 22, Paragraf 33 Aufenthaltsgesetz kriegen kann. Warum sollen die noch jahrelang in Asylbewerberunterkünften bleiben oder müssen, die haben ein Aufenthaltsrecht, dann finde ich, gehört dazu, dass der Staat dann sich auch die Möglichkeiten schafft, einer gleich auch entsprechenden qualifizierten Unterkunft. Und die können wir zurzeit also nicht bieten. Ja, das ist, glaube ich, auch ein generelles Problem unserer Gesellschaft aktuell. Wir haben, wie gesagt, letztens eine liberale Ideenwerkstatt zum Thema Wohnraum im Allgäu gemacht und es ist auch für Leute, die einheimisch sind, sage ich jetzt mal, ziemlich schwierig, eine Wohnung im Allgäu zu finden, wenn man auch an Familienplanung und dergleichen denkt. Also das ist, glaube ich, eine Herausforderung, die man auch kommunalpolitisch ernster angehen muss. Und ich hoffe sehr, dass wir hierfür Lösungen finden. Wir werden zum Beispiel im Kreistag demnächst eine Wohnungstauschbörse vorschlagen. Das ist bestimmt nicht die ultimative Lösung für dieses Problem. Ich kann vielleicht ein bisschen abmildern, aber wichtig ist, glaube ich, dass wir hier anpacken und langfristig nachhaltig Wohnraum schaffen. Vielleicht eine etwas provokante Frage an Elfriede Roth. Wie könntest du dir vorstellen, eben Wohnraum hier im Allgäu zu schaffen? Und jetzt die provokante These, ist es denn überhaupt sinnvoll, hier, wenn hier so wenig Wohnraum ist, die Leute, die subsidiären Schutz oder Asyl suchen, unbedingt hier im Allgäu unterbringen zu wollen? Weil es gibt ja augenscheinlich auch viele Flecken in Bayern sogar, die strukturschwach sind und wo Leute eher wegziehen. Also wäre es nicht sinnvoll, diesen Wohnraum, der da frei wird, dann zu nutzen, damit diese Leute eine adäquate Unterkunft bekommen? Ja, also das geht ja nicht nur um die Unterkunft. Die Menschen müssen ja auch die Möglichkeit haben, zu arbeiten und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wohnraum zu schaffen, ich habe ein bisschen ein Problem, wenn wir nur Wohnraum schaffen und dass es eine Ghettoisierung gibt. Also wir sollten schon immer gucken, dass
dass verschiedene Menschen zusammenleben und wir nicht ein Haus nur mit Afghanen oder Syrer dann belegen, das glaube ich, hilft den Menschen auch nicht bei der Integration. Also den Wohnraum müssen wir schon schaffen. Es ist natürlich nicht so einfach. Man braucht die Grundstücke und das soll im sozialen Wohnbau sollen natürlich viele Mittel zur Verfügung stehen, aber wir müssen ja auch gucken, haben wir entsprechende Grundstücke und. Und viele Menschen zieht es einfach auch in die Ballungsräume, das muss man schon einfach auch so sagen. Die leben vielleicht lieber in Augsburg, München oder auch da, wo einfach auch mehr von ihrer Community leben oder wo sie Freunde und Verwandte haben. Also man muss das schon sehr gut machen, um nicht so Ghettos zu bilden. Also das sehe ich schon so. Aber Leute einfach in strukturschwache Gegenden, wo Wohnraum ist, zu bringen, wo sie kaum Arbeit und nichts haben, das halte ich für keine gute Idee. Aber ein Thema, glaube ich, wollte ich nur kurz ansprechen, das ist der Familiennachzug. Also da, glaube ich, habe ich jetzt auch gelesen, soll sich was verbessern. Aber wir wissen ja, dass oft die Familien, die Kinder und die Frau irgendwo in der Türkei sitzt oder in Jordanien oder wo auch immer. Und es unglaublich schwierig ist, dann die Familien hierher zu holen. Also das ist auch so was, wo man, glaube ich, jetzt auch dran ist im Koalitionsvertrag, dass es da vielleicht eine Verbesserung oder Erleichterung gibt, dass die Familien besser zusammengeführt werden können. Das war jetzt nur ein Thema, das ist vorhin nur ein bisschen hinten runtergefallen. Auch ein sehr wichtiges Thema und danke für auch deine Einschätzung zum Thema Unterbringung. Zum Thema Beruf und eben, also die berufliche Integration haben wir, glaube ich, auch heute Abend jemanden da, der sich da besonders gut auskennt. Und zwar die Frau Streke, wenn sie noch da, genau. Mir wurde vorher gesagt, Sie arbeiten im Jobcenter. Vielleicht können Sie eben hierzu aus Ihrer Praxis berichten, wie denn so etwas abläuft. Welche Erfahrungen haben Sie da in diesem Bezug gemacht? Ja, ich bin Migrationsbetreuerin im Jobcenter, bin aber heute Abend privat dabei, weil ich auch, wie Elfriede, auch im Helferkreis mitgearbeitet habe und natürlich dann nah am Thema dran bin. Das, was Elfriede gesagt hat, kann ich nur unterstreichen, die Leute wollen arbeiten. Die wollen arbeiten, wollen nicht in die Hängematte, die brauchen eine Wohnung. Wobei ich heute Nachmittag schon festgestellt habe, eigentlich ist das Wohnungsproblem momentan das Größere, weil wir haben Arbeit genug. Die Leute wollen arbeiten. Deswegen das, was Herr Pesch manchmal sagt, dieser Spurwechsel wäre in meinem Sinne der positivere. Wir haben Arbeit. Die Leute sind unterzubringen. Die sind auch wirklich mit Helferjobs am Anfang zufrieden. Ich fange bei vielen Menschen an, mit Spülerjobs zu vermitteln. Die jungen Männer sind zufrieden mit der Arbeit. Wir haben die Stellen, Küchenhelfer und Spüler. Und sie haben die Möglichkeit, so wie auch Elfriede vorhin gesagt hat, ich hoffe auch darauf, dass sie dann in 1, 2, 3 Jahren, wenn so diese deutsche Arbeitswirklichkeit, sie drin sind, sie ihre Fachwörter wissen, die Abläufe kennen, dass es dann auch bei manchen die Möglichkeit gibt, einfach über eine Wegebauförderung in einen qualifizierten Bereich zu kommen. Aber die Stellen sind da, die Wohnungen fehlen absolut. Die Arbeitgeber rufen bei mir schon manchmal einfach direkt an und sagen, haben Sie jemand dafür? Ich nehme gern Ausländer und Flüchtlinge. Und die zweite Frage ist natürlich, wie gut sprechen Sie Deutsch? Das ist immer eine der ersten Fragen, die kommt. Deswegen bin ich ein absoluter Verfechter, dass jeder, der da ist, in einen Deutschkurs geht. Vor allen Dingen auch, weil bei uns mittlerweile die Deutschkurslandschaften zusammenbrechen. Wir haben unsere Bildungsträger, wo die vielen Menschen da waren, haben die so ihre Infrastruktur hochgefahren. Es gab dann sehr viele Deutschkurse. Jetzt momentan, ich bin froh, wenn ein Alphabetisierungskurs im Jahr in Sonthofen zusammenkommt. Das heißt, wenn heute jemand anerkannt wird, weil er vorher vielleicht nicht die gute Bleibeperspektive hatte und nicht in den Deutschkurs schon einmunden konnte, dann wartet er teilweise ein Jahr, bis irgendwo in Sonthofen ein Alphabetisierungskurs startet. Finde ich schwierig. Auch die normalen Kurse für Leute, die unsere Buchstaben lesen und schreiben können, starten 2 im Jahr in Sonthofen so ungefähr. Wir versuchen,
für weiterführende Deutschkurse seit 2 Jahren einen Deutschkurs zusammenzubringen als Abendkurs, da bräuchte man 6 Teilnehmer für. Wir kriegen diese 6 Teilnehmer nicht, weil die Bürokratie den Unterbau fordert, der einfach im Oberallgäu mit wenig Bildungsträgern einfach nicht machbar ist. Also da gibt es so verschiedene Punkte, wo man ansetzen müsste. Die Leute wollen arbeiten, die Leute können arbeiten. Wenn es hakt, dann hakt es immer an dem, dass sie nicht unsere Spezifika in unserer Arbeitswelt wirklich kennen. Also die Arbeit ist eigentlich das, denen klarzumachen, dass ich halt nicht, ich sage immer, lässig kündigen kann, wenn der Chef nichts ist. Dann kann ich nicht kündigen in Deutschland. Dann habe ich da halt eine Kündigungsfrist und ich brauche einen neuen Job. Oder die Zusammenarbeit mit den Kollegen, die manchmal ein bisschen anders läuft als zu Hause. Das sind eher so die Probleme, wo man wirklich dran arbeiten muss. Aber von der Seite her muss ich echt sagen, es sind absolute Einzelfälle, wenn ich mal jemand habe, der schwierig ist in der Arbeit. Vielen Dank für Ihre Einschätzung aus der Praxis. Das ist sehr wertvoll. Gerade beim Thema zu bleiben, Arbeit. Du bist ja auch Berufscoach und hast eben auch mit Leuten zu tun, die eben auch Klienten wahrscheinlich von Verschräke sind. Wie bewertest du die Situation? Funktioniert das mit der Integration auf dem deutschen Arbeitsmarkt gut? Oder haben wir einfach, fand ich ja ganz spannendes Argument, mit der Arbeitskultur, dass das so ein Hindernis ist? Müssen wir vielleicht da auch als, sage ich jetzt mal, Deutsche mehr Einwanderungsland werden in diesem Bezug? Wir sind schon ein Einwanderungsland, auch wenn das von vielen nicht akzeptiert wird. Also die Statistik zeigt ja, wie die Pluralität in Deutschland gelebt wird, wie sie auch Realität ist. Die Schwierigkeiten, die viele Menschen haben, die auf der Arbeitssuche sind, die wurden jetzt beschrieben, die hängen meistens mit der Sprache zusammen. Aber ich bekomme auch andere Herausforderungen mit, die auch die Arbeitssuche beeinträchtigen, beziehungsweise die Arbeitaufnahme, nämlich die familiären Situationen, die viele Menschen haben. Und das hat auch vor allem mit Schulen zu tun, das hat auch mit Behördengängen zu tun und so weiter. Also die meisten, die ich auch zugewiesen bekomme, auch als Berufscoach, weil ich auch mit dem Jobcenter zusammenarbeite, die sind motiviert. Also ich habe bislang niemanden gehört, der gesagt hätte, ich will nicht arbeiten. Ich habe auch so eine Art, ich stelle die Frage, ich schreibe die Frage in der Regel auf und gebe einem in die Hand und sage, nächstes Mal beantwortest du mir die Frage. Und immer steht auf meinem Zettel, willst du arbeiten? Und ich habe noch nie jemanden erlebt, der mit Nein geantwortet hätte, noch nie. Und ich habe auch eine hohe Vermittlungsquote, deshalb funktioniert das zum Teil. Woran es wirklich scheitert oder hapert ein bisschen, ist vor allem die Sprache. Viele haben einfach nicht die Bildung genossen in ihren jeweiligen Ländern. Das ist natürlich auch ein Aspekt, den man mit berücksichtigen muss. Das heißt, wir können nicht Menschen aufnehmen und sagen, okay, alle haben jetzt 500 Stunden, 600 Stunden Sprachkurse und das soll für alle gelingen. Also wir haben unterschiedliche Voraussetzungen, die Menschen mitbringen, verschiedene Perspektiven, verschiedene Bildungsbiografien und die muss man auf jeden Fall dann auch in die Gestaltung von Integrationskursen und Ähnlichem auch mit einbeziehen. Und die familiäre Situation, die sollen auch nicht außer Acht bleiben, weil ich auch einige Menschen erlebe und erlebt habe, die mir gesagt haben, wir würden gerne arbeiten, wir können es aber noch nicht, weil wir uns noch um das kümmern müssen. Das ist auch eine Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt. Und weil ich jetzt die Schule anspreche, die Schule ist für mich ein Kontext, also ich spreche jetzt aus der Perspektive eines Menschen, der jetzt Fluchterfahrung hat, in dem viel entschieden wird über die Integration. Und die Integration von den kommenden Generationen, die Generationen, die jetzt eingeschult werden und die in Schulen sozialisiert werden, integriert werden. Und da muss aus meiner Sicht ein großer Fokus gerichtet werden, weil wir sonst eine Generation hätten und haben könnten, die jetzt nicht gerade erfolgreich wird beruflich und weil viele Schwierigkeiten sich da stellen, die einem Kind, einem Schüler, einer Schülerin, die hier in Deutschland geboren sind,
deren Eltern in Deutschland geboren sind, nicht stellen. Und da würde ich auf jeden Fall den Fokus sehr stark setzen auf die Schule, auf die Schule als Kontext, in dem Integration gelingt und gelingen soll. Und genau. Und die Schwierigkeiten, die gibt es immer wieder, also auch mit der Arbeitssuche, aber die werden meistens auch behoben, wenn es nicht struktureller Umstand ist, der die Arbeitsaufnahme behindert. Vielen Dank für deine Einschätzung. Wir sind jetzt gerade beim Thema Integration und wie ich sehe, haben wir eine Expertin gerade zu diesem Bereich hier auch vom Oberallgäu, Landratsamt Oberallgäu, Miriam Duran, Integrationsbeauftragte des Landkreises. Miriam, schön, dass du heute Abend auch dabei bist. Wenn wir dich gerade im Chat haben, würde mich auch brennend interessieren, wie du eben gerade die Integrationsleistung hier vor Ort im Allgäu siehst. Man kann ja durchaus davon ausgehen, dass je nach Region hier mehrere oder weniger Hindernisse bei der Integration bestehen. Wie schätzt du eben die Integration von Geflüchteten hier im Oberallgäu ein und was gilt es da zu verbessern? Was brauchen wir, um hier noch besser zu werden? Ja, das ist jetzt überraschend. Vielen Dank, dass ich hier auch ein bisschen meine Einschätzung teilen darf. Erst einmal alles, was die Vorrednerinnen und Vorredner gesagt haben, kann ich auch 1:1 unterstreichen. Und das passt ganz und ohne gemeinsam Hauptamt und Ehrenamt gemeinsam würden wir das Ganze überhaupt nicht schaffen. Also weder das Hauptamt kann ohne das Ehrenamt und das Ehrenamt kann auch nicht ohne Hauptamt. Wir müssen miteinander und wir wollen auch miteinander arbeiten. Das ist ganz wichtig. Ich bin ja auch gleichzeitig erste Vorsitzende vom Integrationsbeirat Oberallgäu und da sind mittlerweile im Vorstand auch schon Geflüchtete. Also diejenigen, die 2015 ankamen und eine Bilderbuchkarriere in Integration hingelegt haben, sozusagen, engagieren sich jetzt für andere Menschen, die neu zu uns ins Oberallgäu kommen mit Fluchtgeschichte oder auch Migrationshintergrund und helfen einfach so gut es in ihrer Macht steht und der Integrationsbeirat bildet da quasi die politische Plattform dafür. Es ist aber trotzdem auch für diejenigen noch schwierig, weil die natürlich nicht unsere jahrelange, jahrzehntelange Erfahrung haben, wie unser Behördenapparat funktioniert, wie es in der Schule so 100%ig läuft. Aber sie versuchen ihr Bestes. Also das muss ich mal sagen. Also Migranten, die selbst zu uns gekommen sind, so wie der Arbeit auch, die sind ein ganz wertvolles Mitglied in der Gesellschaft geworden. Und auch unser Oberallgäuer Dolmetscherpool mittlerweile, da haben wir auch, ja, ganz still und leise immer geguckt, quasi, wer kann schon so gut Deutsch und hat trotzdem seine Herkunftssprache nicht vergessen, dass er auch eben als Brückenbauer sozusagen fungiert. Also das ist sehr wichtig, dass man eben auch ja, diese Gruppe von Menschen nicht aus dem Blick verliert. Ansonsten Wohnraum, das ist, jeden Tag kommen bei mir Anfragen an Frau Duran, können Sie uns jetzt helfen? Wir wohnen in total verschimmelten Unterkünften. Wir wohnen zu sechst in einem kleinen Zimmerle und es ist manchmal dramatisch. Die Leute mieten aus ihrer Verzweiflung viel zu teure Wohnungen an, da wo quasi eine Person ganz, also nur für die Miete zum Arbeiten geht in Vollzeit. Das ist ganz schlimm. Und was wir vom Landratsamt gemacht haben, das war, glaube ich, vor 3 Jahren oder 4 Jahre ist es auch schon wieder her. Und zwar ist es eine Mieterqualifizierung, wo quasi die Menschen eine Schulung durchlaufen, gibt ein Handbuch dazu. Also wie werde ich ein guter Mieter? Wie kann ich selbstständig quasi eine Wohnung akquirieren? Wie kann ich suchen nach einer Wohnung? Und das ist ein tolles Projekt gewesen. Und leider jetzt wegen Corona können wir ja keine Präsenzveranstaltungen machen. Deswegen geben wir diese Hefte auch aus immer noch.
Und wenn die es vielleicht auch mit Unterstützung von den Ehrenamtlichen durchgearbeitet haben, dann kriegen sie ein Zertifikat und wir machen dann mit denen eine Wohnungsbewerbungsmappe. Also das ist ein Projekt, ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber was anderes fällt mir jetzt momentan auch nicht ein. Also wie gesagt, Integration ist mühselig, ist ein Marathon, sagt man so schön, und kein Sprint. Und da müssen wir dahinter sein. Und je mehr zusammen, ich glaube, das ist ja im Sinne aller, dass die Integration gelingen muss. Vielen Dank, liebe Miriam, für deinen Eindruck, auch in deinem ehrenamtlichen, aber auch in deinem hauptamtlichen Feld. Dieses Thema, ich dachte, wir kommen drum rum, aber dieses Thema Corona müssen wir, glaube ich, jetzt auch noch kurz anschneiden. Eine Frage an Elfriede Roth. Wie würdest du sagen, dass die Corona-Krise auch die Situation von Geflüchteten oder die Arbeit mit Geflüchteten verändert hat? Also wie macht ihr das? Was hat das für einen Einfluss auf eure ehrenamtliche Arbeit? Ja, also Corona es war ja dann so, oder ist auch heute noch so, dass in allen Unterkünften ein striktes Zugangsverbot herrscht. Das heißt, ich habe jetzt als ehrenamtlich und in einigen Unterkünften auch eine Ausnahmegenehmigung gehabt, die Unterkunft zu betreten. Aber ansonsten herrscht einfach ein striktes Betretungsverbot. Die Leute dürfen auch keine Besuche empfangen, sondern wenn sie sich mit Freunden nur draußen treffen. Man muss einfach sehen, die Menschen leben ja in einem großen Haus, die vereinsamen jetzt nicht wirklich. Was sehr, sehr schwierig war und was auch war, einfach die Schulkinder, als der Lockdown war und Homeschooling war, da sind uns die Kinder, also die konnten kein Homeschooling machen. Wir haben nicht mal ein ordentliches Internet in der Unterkunft. Und klar, die Schule hat iPads verteilt, aber die Lehrer haben schon versucht, die Kinder mitzunehmen, aber die sind uns in dieser Zeit wirklich ein bisschen verloren gegangen, weil sie einfach schulisch, das war nicht möglich, dass sie da einfach dabei sein konnten. Und das ist, denke ich, schon auch ein Stück weit ein großes Problem. Ich verstehe, dass es da ein Betretungsverbot gibt, weil wir hatten einmal dann einen Corona-Fall oder zwei in der Unterkunft und musste dann die Unterkunft 14 Tage in Quarantäne. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben 100 Personen in Quarantäne, da wird vorne zugemacht, da ist eine Security da, niemand kommt mehr raus und wir mussten für 100 Leute einkaufen, damit die auch was zu essen haben. Also das war schon sehr eine sehr, sehr strange Zeit und darum haben wir alle Verständnis dafür, dass das so ist. Wir haben auch eine Corona-Station in der Unterkunft, in der immer wieder Menschen aus anderen Unterkünften dann vorübergehend untergebracht werden, wenn sie krank sind. Ja, es ist sehr, sehr schwierig und wie gesagt, toi, 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 wir hatten nur einmal das ganze Haus unter Quarantäne und hoffen, dass es nie wieder passiert. Was im Moment natürlich schon ist, es ist ständig, Kindergarten werden geschlossen, weil ein Kind in Quarantäne ist. Auch die Kindergärten waren in der Zeit geschlossen, also es waren alle zu Hause. Also es war schon eine sehr schwierige Zeit und ist es eigentlich auch immer noch. Und ich hoffe nur, dass die Schulen offen bleiben können und auch die Kindergärten soweit und mir keinen positiven Corona-Fall haben in der Unterkunft. Das hoffen wir alle, ja. Also es ist gerade eine sehr anstrengende Zeit für alle, aber auch vor allem eben hier mit den Bemühungen um Integration, das nur durch Corona erschwert wird. Ich würde so langsam in die Fragenrunde übergehen und Ihnen im Zuschauerraum, im Zoom-Channel die Möglichkeit geben, auch Anmerkungen, aber auch Fragen an die Experten zu stellen. Vorher hat Toni Sommer schon eine Frage im Chat geschrieben, die dann auch durch den Herrn Pesch beantwortet wurde. Ich würde die Frage kurz nochmal wiederholen und vielleicht Sie nochmal, Herr Pesch,
bitten, dazu kurz Stellung zu nehmen. Die Frage vom Herrn Sommer war, welche Ermächtigungen haben Sie im Amt im Vergleich zu 2015, höhere Mieten zu zahlen, wegen der Wohnungsknappheit? Allgemein ist ja nicht ganz überraschend, dass frühere Vermieter ihre Wohnräume gar nicht mehr zu den damaligen Konditionen anbieten. Genau. Ja, also wie ich schon geschrieben habe, ist es tatsächlich so, dass wir nicht unbedingt an den Mieten gescheitert sind. Tatsächlich ist es so, dass die Mietverträge, die in den letzten Jahren geschlossen und auch jetzt noch geschlossen werden, teilweise von den Pro-Kopf-Mieten oder Quadratmeter-Mieten unter den Preisen liegen, die wir 2015, 2016 gezahlt haben. Das ist also nicht das Problem und es scheitert ganz, ganz, ganz selten ein Objekt an Preisvorstellungen. Das Problem ist einfach, dass zurzeit gar keine Angebote reinkommen. Also man muss sich mal vorstellen, dass wir jetzt eben seit über 12 Monaten suchen und wir haben genau sage und schreibe 6 Angebote bekommen. De facto an sich nichts, also für den ganzen Landkreis Oberallgäu. Das ist dramatisch, ja. Und ja, ich glaube, dazu müssten wir auch noch mal eine extra Veranstaltung machen. Wie schaffen wir es eben hier, mehr Wohnraum zu schaffen? Dann sehe ich, wenn Sie sich zu Wort melden wollen, einfach wieder Klaus Maruschka die Hand virtuell heben oder in den Chat hier reinschreiben, Wortmeldung, dann werden Sie aufgerufen. Sie können auch Fragen einfach reinschreiben, dann lese ich die vor, wenn Sie nicht im Video erscheinen wollen. Dann Klaus, du hast eine Frage oder eine Wortmeldung. Ja, hallo, guten Abend zusammen. Ich habe gerade eine Frage bezüglich der Unterkünfte, die im Oberallgäu weniger werden. Ich wohne in Ofterschwang und fahre ja jeden Tag praktisch an der Unterkunft vorbei, die gerade abgebaut wird. Da habe ich mich ich hatte mich gewundert, dass die abgebaut wird. Herr Pesch, wissen Sie den Hintergrund, warum das im Ofterschwang jetzt gerade gemacht wird? Also das ist tatsächlich so, dass wir den Mietvertrag nicht mehr verlängert bekommen haben, aber auch die Unterkunft qualitativ nicht mehr zumutbar war. Also die war nach den 6 Jahren einfach abgewohnt. Wir hätten, wenn überhaupt, nur neu bauen können an der Stelle, sprich neue Container draufstellen können und dafür haben wir leider den Mietvertrag nicht bekommen. Okay. Danke. Vielen Dank für die Frage und auch die Antwort. Gibt es weitere Fragen aus dem Plenum oder Anmerkungen gerne auch aus der Praxis? Sie nicht, Klaus, ist das eine weitere Meldung? Okay. Ich hätte noch eine weitere Frage. Machen wir kurz noch die zwei weiteren, die sich gerade gemeldet haben, dann du nochmal. Dann hat sich Erika Kempfli gemeldet von der Diakonie. Ja, genau. Ich bin auch Hauptamtliche. Ich arbeite in der Flucht- und Integrationsberatung. Und ich bin auch die Integrationslotsin der Stadt Kempten, die Hauptamtliche. Jetzt ist es so, eine Anmerkung zur Wohnungssituation. Bei uns gibt es ein Projekt Wohnen für alle. Da habe ich ja eine Kollegin, die mit 25 Stunden ausschließlich zu dieser Thematik arbeitet. Leider nur in Kempten, also bitte keine Oberallgäuer schicken. Aber ich denke, solch ein Projekt ist vielleicht sehr förderlich, wenn eine hauptamtliche Kraft gemeinsam mit den Klienten sie bei der Wohnungssuche unterstützt und auch mit Bedenken der Vermieter eventuell umgeht. Ich möchte gern aus meinem Alltag, also das ist jetzt diese aktuelle Woche geschehen. Ich hatte einen jungen Herrn, der ganz plötzlich obdachlos geworden ist. Und es war ein glücklicher Zufall, dass ich an eine private Wohnung kam. Und da hat die Dame gesagt, okay, ich würde dem Herrn eine Chance geben, aber nur, wenn Sie als Diakonie-Mitarbeiterin quasi als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Also wenn ich den Herrn nicht erreiche oder sprachlich nicht weiterkomme, dass Sie uns dann aushelfen. Und das kann vielleicht auch ein Modell sein. Ich war natürlich einverstanden, ich war sehr froh, dass jemand, der obdachlos ist, jetzt wirklich eine Wohnung kriegt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, weil wir als Diakonie, Caritas, wie auch immer, auch im Landratsamt, wir haben unsere Dolmetscherpools auch, je nach Sprache. Wir haben Sprach- und Kulturmittler, wir haben Kulturdolmetscher. Das heißt auch, wenn die Sprache jetzt ein Hinderungsgrund wäre oder Missverständnisse, können wir aushelfen.
Und tatsächlich ist es auch so, ich finde es wahnsinnig wichtig, den Mietvertrag auch durchzusprechen mit den Menschen. Was ich häufig erlebt habe, dass man das Konzept Lüften zum Beispiel nicht so richtig versteht. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Bauweise in den Ländern anders ist, dass man theoretisch gar nicht lüften muss. Es zieht trotzdem durch. Aber ich habe mehrfach erlebt, ich war in den Unterkünften und es wurde gekocht. Das war Dezember. Alle Fenster waren zu und an den Wänden floss Wasser ab, innen, also wie ein Wasserfall. Und da habe ich gesagt, Leute, ihr müsst dringend lüften. Das wäre Ihnen nie im Leben eingefallen. Und da habe ich gesagt, so lebt ja auch eine Wohnung runter und das geht nicht. Und da müssen wir drüber reden. Also ich denke, gerade diese Mieterqualifizierung, die auch Frau Duran erwähnt hat, ist unbedingt notwendig und finde ich ganz super. Sowas sollte öfter stattfinden. Und ich denke, wir müssen wirklich mit den Menschen gemeinsam ihre Mietverträge durchgehen und so weiter. Und auch die Vermieter ein Stück weit, ich nenne es jetzt mal betreuen nicht so wirklich, aber als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Und das könnte ein Schlüssel sein, vielleicht auch private Menschen, nicht nur Wohnungsbaugesellschaften dazu zu bringen, Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchthintergrund eine Chance zu geben. Vielen Dank für Ihren Beitrag aus der Praxis. Finde ich auch eine sehr, sehr spannende Geschichte, dieser, ich sage jetzt mal, Führerschein für Mieter. Der würde bestimmt auch einigen Einheimischen sehr gut, wenn ich das mal so bemerken darf. Auf jeden Fall ein wichtiges Thema, an dem man arbeiten muss, durch Kompetenzvermittlung hier eben die Vermieterinnen und Vermieter dazu zu bringen, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dann hatte sich die Frau Strehlke noch mal gemeldet. Ja, zum gleichen Thema. Ich habe momentan auch im Jobcenter mehr damit zu tun, Wohnungen, also mir geht es ähnlich wie Miriam, dass die Leute eigentlich Arbeit haben, aber eine Wohnung brauchen. Was mich persönlich wahnsinnig ärgert, dass ich denke, wenn ich durch eine Stadt oder auch bei uns jetzt im Dorf, wo ich wohne, durchlaufe, wir haben freie Wohnungen. Es ist ja nicht so, dass wirklich alles zu ist. Also ich habe jetzt die Tage auch mit SWW zum Beispiel telefoniert, die sagen, bei uns geht momentan nichts. Wir kriegen ganz, ganz wenig Kündigungen. Die Leute, die in der Wohnung sind, die bezahlbar sind, die bleiben im Winter, ziehe ich sowieso ungern um. Und ich weiß ja nicht, was kriege ich an neuen Sachen. Also mir hat, da tut sich nicht viel. Ich glaube auch, die sind sensibilisiert. Ich glaube, wir müssen einen Weg finden, so ähnlich wie Frau Tempfli sagt von Kempten. Wie komme ich an Leute ran, die Angst haben, zum Beispiel Flüchtlinge eine Wohnung zu geben. Ich hatte jetzt die Tage gerade eine alleinerziehende, sehr, sehr nette eritreische Frau mit zwei Mädels, die mir tolle Bilder gemalt haben für meine Katze zu Hause, wo ich mir so im ersten Moment gedacht habe, wenn jemand älterer allein in einem Haus lebt, und bei uns im Dorf gibt es viele, die so leben, wenn jetzt so eine Frau mit zwei Kindern einziehen würde, die auch gut Deutsch spricht, die auch Arbeit hat, dann wäre das eine Win-Win-Situation für alle. Weil die Kinder hätten vielleicht so eine Ersatzoma und die Frau hätte jemand im Haus, wo sie nicht mehr so allein lebt. Wie man die zusammenbringen kann, so wie Frau Tempfli sagt, braucht es eine Hauptamtliche, braucht es die Akteure an diesem Wohnungsmarkt, in Anführungszeichen. Da sind, glaube ich, Ideen gefragt, wo Sie jetzt vorhin gesagt haben, Herr Käser, Wohnungsbau, Wohnungstauschbörse. Ich glaube, da müssen wir in so diesen kreativen Bereich rein, zu sagen, wie komme ich an solche Sachen dran? Wie kann ich statt, da geht es einfach, eine Seite arbeitsvermitteln, aber auf der anderen Seite auch diese Wohnungsvermittlung, drei Anführungszeichen, die für alle machbar ist, wo vielleicht bei den Deutschen so ein bisschen die Vorbehalte abgebaut werden. Und jemand einfach bekannter, ob als Nachbar, ob als Diakonie oder irgendjemand dann so als Mittler zur Verfügung steht. Weil Wohnungen, ich könnte es besser nehmen, wenn ich sage, wir haben tatsächlich keinen Wohnraum, aber es gibt Wohnraum. Es gibt bei uns im Dorf Wohnungen, die stehen seit 10 Jahren leer, weil der Vermieter sagt, hab ich nicht nötig zu vermieten, muss ich mich nicht umärgern mit irgendjemand. Da müsste man Wege finden, wie komme ich da besser dran.
Sehr guter Beitrag. Vielen herzlichen Dank auch für die Anregung, das quasi als Ergänzung zur Wohnungstauschbörse eine Wohnungsvermittlungsbörse dann quasi mit draus zu machen. Gibt ja auch an der Hochschule Kempten schon, gab schon Projekte, hier Studierende quasi mit Pflegebedürftigen zusammenzubringen. Warum dann nicht auch Leute, die hier eben frisch eingewandert sind oder eine Bleibeperspektive suchen, die zusammenzubringen mit Leuten, die eben Unterstützung brauchen. Das ist eine Win-Win-Situation für alle und wäre auf jeden Fall ein progressiver Weg, um mit diesem Mangel umzugehen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Idee und werde ich auf jeden Fall auch so versuchen umzusetzen und einzubringen. Dann hatte sich vorher noch der Klaus Maruschka nochmal gemeldet und dann die Miriam Duran. Ja, Michael, also du wolltest ja nicht über Corona reden, aber trotzdem ist es mir die Frage, die beschäftigt mich dann doch, nachdem vorhin die erzählt worden ist, dass es einen Corona-Ausbruch gab in einer Unterkunft. Wissen wir eigentlich, wie die Impfquoten sind jetzt in den Unterkünften bei den Bewohnern dort? Sind die zufriedenstellend oder ist es eher so, dass man da besonders drauf achten muss? Das würde mich einfach interessieren. Weiß das jemand? Ich glaube, am ehesten könnte der Herr Pesch darüber Auskunft geben, oder? Das ist leider so, dass wir es nicht hundertprozentig wissen, weil es keine Informationspflicht gibt. Also wir haben letztes Jahr im Sommer im südlichen Landkreis einen Impfbus mal losgeschickt an den Unterkünften, hatten davor eine Abfrage gemacht und haben über 40 Leute sozusagen an einem Tag selber geimpft. Wir wissen in Unterkünften, wo die Helfer das teilweise auch stark beworben haben, dass sehr hohe Impfquoten vorliegen. Also in Wertach zum Beispiel wissen wir es definitiv. Wir schätzen, aber das ist wirklich eine grobe Schätzung, dass wir eine Impfquote von ungefähr 30-40% haben. Das hört sich jetzt ziemlich schlecht an, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir natürlich extrem viele Kinder in den Unterkünften haben, die natürlich bis jetzt oder bis vor kurzem überhaupt nicht geimpft werden konnten. Vielen Dank für die Information. Soweit die Frage beantwortet, Klaus? Ja, danke. Super, Dankeschön auch. Und dann hat sich die Miriam Duran nochmal gemeldet. Ja, du hattest vorher den Wunsch geäußert, diese Mieterqualifizierung, sprich nach Neusässer Modell, so heißt es, im Internet auch zu finden, quasi auch, dass es auch Einheimische gebrauchen könnten. Diesen Gedanken hatten wir damals als Landratsamt auch und haben kostenfreie Kurse an der Volkshochschule angeboten. Es hat sich aber leider niemand gemeldet. Also quasi weg vom Integrationsprojekt hin zum Sozialprojekt. Das war so die Idee. Das war das Erste. Dann das Zweite, was Jutta gesagt hat, ist komplett richtig. Es gibt in fast jeder Kommune Leerstände und es gibt tatsächlich ein Instrument, und zwar nennt man das Leerstandsmelder, wo man quasi als Bürger, wenn man sowas feststellt, das digital melden könnte. Das wäre mal so eine Anregung vielleicht für die Kommunen, Leerstandsmelder. Und drittens habe ich quasi das auch, was Jutta aufgegriffen hat, mit der eritreischen Familie. Und zwar dieses Projekt gibt es auch in Erlangen zum Beispiel. Und zwar nennt sich das Wohnen für Hilfe. Das war eigentlich ursprünglich für Studenten gedacht, aber man könnte das natürlich auch für Migranten adaptieren. Das war's von mir. Vielen Dank. Ich sehe die Frau Roth oder Efriere, du meldest dich noch, ja? Ja, also ich fand jetzt das Projekt von Kempten sehr spannend und Michael, vielleicht können wir das uns angucken und das für uns im Oberallgäu auch vielleicht versuchen, im Landratsamt zu versuchen, das anzufordern oder dass da eine Stelle gibt, die sich speziell um diese Wohnungssuche kümmert. Also ich fand es sehr interessant, dass die Stadt Kempten das macht. Und vielleicht können wir uns da mal informieren und gemeinsam irgendwie versuchen, da einen Antrag zu stellen. Ich fand es sehr spannend, weil es ist wirklich so, wenn jemand Deutschen neben sich hat, der mit ihm gemeinsam im Vermieter spricht und verhandelt, tut es sich immer leichter, eine Wohnung zu kriegen, als wenn er alleine anruft. Das weiß die Miriam oder die Jutta, das ist immer so. Aber ich habe zum Beispiel kaum Zeitkapazitäten, das für jemanden zu machen. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht eine hauptamtliche Stelle gibt, die
damit eingreift. Und dann könnte man auch das, was die Miriam angesprochen hat, das könnte der ja alles das beinhalten. Also könnte es schon sehr spannend, das vielleicht auch im Oberallgäu zu etablieren. Bin ich sehr, sehr offen dafür und würde das auch sehr begrüßen. Also wäre wunderbar, wenn aus dieser heutigen Veranstaltung dann noch ein gemeinsamer Antrag hervorgeht, der zum Wohle aller dann auch vielleicht positiv verabschiedet wird im Kreistag. Müssen wir noch schauen und mit den anderen sprechen, aber fände ich hervorragend. Gerade dieser Punkt finde ich noch interessant, eine Frage von mir, entweder an dich, Elfriede, oder auch an Miriam Duran. Wir haben ja gerade eben gehört, dass in Kempten andere Projekte eben verfolgt werden, wie im Landkreis Oberallgäu. Ich weiß zum Beispiel auch, dass das Haus International eben eine eigene Institution ist in Kempten, die quasi diese Integrationsarbeit, was ja das Amt für Migration, die Stelle, die du hast, Miriam, ist ja quasi dein Pendant, der Lajos Fischer, würde ich mal behaupten, in Kempten macht. Gibt es denn oder wäre das eine Idee, hier mehr Kooperation zwischen Kempten und Oberallgäu zu fahren in dem Bereich? Oder sind die Bedürfnisse so unterschiedlich, dass wir eben dieses Silo-Denken beibehalten sollten? Wie ist da die Einschätzung? Vielleicht Miriam? Du bist ja am ehesten betroffen. Ja, also Kempten hat ganz andere Strukturen wie wir im Oberallgäu. Also ich beneide die Kemptner um das Haus International, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eine tolle Einrichtung. Aber ich weiß nicht, wie wir das hier im Oberallgäu umsetzen können. Wir hatten schon mehrere Ideen auch, die wir auch über LIDA versucht haben einzuspeisen, über die Regionalentwicklung. Aber es ist leider nicht. Wir haben ja auch im Landratsamt, also im Landkreis Oberallgäu, eine Arbeitsgruppe Migration und Integration, die auch den Integrationsplan quasi mit kreiert hat. Das ist alles gelaufen bis 2015 und dann waren anderen Themen wichtiger auf der Agenda. Und es wurde leider nicht weiterverfolgt. Also es ist schwierig. Vielleicht gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass man das wieder aufleben lässt. Wir sind auch dabei zu überlegen, wie wir das nachhaltig machen könnten. Wir bräuchten meiner Meinung nach Unterstützung von externen, aber das kostet so viel Geld, dass wir sagen, okay, wir sollen es jetzt nochmal versuchen, alleine zu machen. Aber also Strategieentwicklung, das braucht einfach professionelle Unterstützung. Vielen Dank für die Einschätzung. Vielleicht, Elfriede, wie siehst du die Zusammenarbeit zwischen den Kemptner Helferkreis oder Helferkreisen, gibt ja mehrere nach den verschiedenen Ortsteilen und dem Oberallgäu. Gibt es da eine gute Zusammenarbeit? Macht ihr da überhaupt Unterschiede? Also da gibt es überhaupt keine Zusammenarbeit. Kempten ist ja da, man muss einfach sehen, das ist die Kreisstadt Kempten, das ist natürlich ein abgeschlossener Raum, aber der Landkreis Oberallgäu ist ja sehr groß, von Dietmannsried bis Oberstdorf, und darum wird es wahrscheinlich auch schwierig sein, bei uns so ein Art Haus international zu schaffen, weil die von Dietmannsried werden weder nach Immenstadt noch nach Sonthofen kommen. Da ist unser Landkreis einfach völlig anders aufgestellt. Aber also ich bin sehr vernetzt mit fast allen Helferkreisen hier, auch dank, da gibt es ja im Landratsamt die Hülya Dirlik, die Koordinatorin ist für die ehrenamtlichen Helfer. Leider seit Corona-Zeiten sind da halt einfach keine Austauschtreffen mehr möglich, was ich sehr schade finde. Aber ansonsten haben also wir keinen Kontakt zu dem Helferkreis in Kempten. Ich kenne zwar die Frau Heimroth, die macht tolle Newsletter und alles. Die kenne ich auch persönlich gut, aber ansonsten gibt es da keinen Austausch mit Kempten. Und ich glaube, die Diakonie hat sich jetzt auch verabschiedet aus dem Oberallgäu von der Asylsozialberatung. Das finde ich auch ein bisschen sehr schade. Und das macht jetzt nur noch die Caritas. Aber ich glaube, die sind personell einfach auch zu wenige für den großen Landkreis und auch für die vielen Menschen, die jetzt neu zu uns kommen. Also. Mhm.
Vielen Dank für die Einschätzung. Dann hat sich jetzt gerade noch die Miriam da wahrscheinlich dazu gemeldet und dann auch Frau Tempfli. Ja, genau. Die Frau Tempfli will wahrscheinlich das Gleiche sagen wie ich. Wir arbeiten nämlich sehr eng zusammen mit Kempten im Bereich Dolmetscherpool, ganz neu. Im Bereich MIMI, Gesundheitsmediatoren, da arbeiten wir nicht nur mit Kempten, sondern Allgäu-Bodensee-Region zusammen. Also das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die quasi in ihrer Muttersprache Themen zur Gesundheit referieren und unter die Migranten bringen. Dann arbeiten wir zum Beispiel auch immer am 21. März, Tag gegen Rassismus, zusammen. Also da kommen die Oberallgäuer halt immer meistens nach Kempten und demonstrieren mit. Also es ist schon ein Hand in Hand, wie haben wir es genannt, Jutta? Stadt und Land Hand in Hand. Genau, so haben wir es genannt. Genau, weil die Jutta Strecke ist auch im Dolmetscherpool. Und von daher, also wir versuchen einfach, weil es gar nicht anders geht, lokal gesehen, wie gesagt, der nördliche Teil des Landkreises, die kommen meistens nach Kempten rein. Und so zwangsläufig arbeiten wir zusammen und wir arbeiten auch gut und gerne miteinander. Vielen Dank an die Frau Tempfli. Oder hat sich das schon erledigt mit dem Beitrag? Ein Teil hat sich erledigt. Das war tatsächlich das, was ich sagen wollte. Zum anderen wollte ich noch zum Thema Rückzug der Diakonie aus dem Oberallgäu etwas erzählen. Das betrifft jetzt tatsächlich mich, denn ich war im Oberallgäu. Deswegen hat mich auch die Thematik heute besonders interessiert. Und zwar, ich war mit 20 Stunden im Oberallgäu letztes Jahr und habe aufsuchende Arbeit gemacht, also nördliches Oberallgäu in bestimmten Gemeinden. Das heißt, ich bin in die Unterkünfte gefahren. Ich saß nicht in Kempten in meinem Büro, sondern bin rausgefahren zu den Leuten, nicht nur in die Unterkünfte, teilweise auch in Wohnungen. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Arbeit in den eigenen vier Wänden der Menschen. Und man kriegt die Unterkünfte auch ganz anders mit, aber auch die Ehrenamtlichen, die man dann ja immer wieder antrifft und so weiter. Leider aus finanziellen Gründen musste sich die Diakonie zurückziehen, was für mich, muss ich ehrlich sagen, also ich bin nur mit großer Wehmut gegangen, weil ich habe meinen Job sehr geliebt und ich bin sehr gerne überall hingefahren und ich fand gerade diese aufsuchende Arbeit ganz toll. Aber was ich wirklich, wirklich schade finde, der Bedarf ist ja immer noch da. Also zum Beispiel ich als Beraterin bin nicht mehr da, der Bedarf ist da. Und gerade die Menschen, die in den Unterkünften leben, das sind eben die, die nicht anerkannt sind. Das sind die, die Duldungen haben, die Mehrzahl. Und das sind wahnsinnig viele, wie Herr Pesch vorhin auch sagte, die keine Pässe haben, dadurch sanktioniert werden. Das heißt, sie kriegen ausschließlich Lebensmittelgutscheine. Jetzt ist die Sachlage die, wenn ich jetzt 150 Euro Lebensmittelgutschein habe und dann gerne eine rechtliche Beratung möchte, zum Beispiel zum Thema Aufenthaltsrecht, dafür aber nach Sonthofen fahren muss, zu Caritas, ist das recht schwierig bis unmöglich. Und das sind so Sachen, das finde ich ganz, ganz schade. Und ich finde, aufsuchende Beratung ist gerade für Menschen, die nicht die Chance haben, in irgendeiner Form an Geld zu kommen und an eine kostenlose Beratung zu kommen. Und wir machen ja nicht nur Aufenthaltsrecht, wir machen ja alles. Von Anträge für Asylbewerberleistungen, Anmeldung der Kinder in der Schule, jetzt auch während der Corona-Zeit. Wir haben Druckerservice gehabt, die Schulen konnten ihre Aufgaben schicken. Wir haben sie ausgedruckt für die Kinder. Wir hatten kein Betretungsverbot der Unterkünfte. Mein Büro ist in einem der Unterkünfte in Kempten. Das heißt, wir sind an die Leute weiterhin rangekommen, wo zum Beispiel auch die Ehrenamtlichen nicht rangekommen sind. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Also jetzt nicht nur für mich, weil ich die 20 Stunden verloren, sondern wirklich für die Menschen. Und das kriege ich auch als Feedback. Sie kommen immer wieder zu meinem Büro und ich darf sie nicht beraten. Was ich schlimm finde, muss sie wegschicken. Und gerade heute waren 5 Personen aus dem Oberallgäu da, ehemalige Klienten. Und gut, wir haben dann ein Schwätzchen gehalten, aber weiter darf ich nichts tun. Und das finde ich schade. Und da würde ich mir hoffen, vielleicht mehr finanzielle Möglichkeiten für uns als Flucht- und Integrationsberater, sowohl Caritas als auch Diakonie. Und eben gerade mit dieser Herausforderung, dass jetzt noch mehr kommen werden und natürlich auch Ortskräfte sind jetzt angekündigt worden. Gerade auch in den Weihnachtsferien sollen in Schwaben einige neue
Ortskräfte kommen auch aus Afghanistan. Und ja, also das müssen wir auch irgendwie stemmen. Vielen Dank. Herr Pesch, vielleicht noch eine Frage dazu. Wie beurteilen Sie eben diesen Rückzug der Diakonie hier im Oberallgäu, was die Asylsozialberatung angeht? Und vielleicht noch eine Frage, die mich auch oft, die mir oft gestellt wird in Bezug auf Personal, gerade auch was Ihr Amt für Migration angeht. Es wurde ja 2015 extrem aufgestockt, was das Personal angeht. Wie ist denn jetzt aktuell die Personalsituation? Sind noch die gleichen Mitarbeiter da wie 2015? Und wie wird das perspektivisch mit der Personalplanung in Ihrem Amt aussehen? Also das Erste ist natürlich die Regelung der Koordination von Caritas Diakonie in dieser Birre, da sind wir an sich außen vor. Wir haben seinerzeit entschieden, dass das eben die hauptamtlichen Helfer machen und dass die Diakonie da sich zurückziehen musste. Das fanden wir auch sehr schade. Da sind wir natürlich jetzt, da kann man natürlich, wenn man das finanziell wieder auf andere Füße stellt, sicher vielleicht auch wieder etwas anderes machen. Es fehlt natürlich dann schon was, vor allem wenn jetzt es für die Leute schwierig ist, dass im Kempner-Bereich an sich weniger Beratungsmöglichkeiten bestehen. Unsere Personalsituation ist so tatsächlich, dass wir 2015 und 2016 deutlich Personal bekommen haben. Wir haben zwischenzeitlich aber auch deutlich Personal wieder abgebaut und sind jetzt auch schon wieder ziemlich am Anschlag in vielen Bereichen. Das merkt man auch an den Bearbeitungszeiten. Ich werde es beantragen für nächstes Jahr, dass wir nochmal eine Stelle zusätzlich kriegen, ob ich die dann erhalte, das wird man sehen. Es ist halt immer schwierig, Personal wieder zu kriegen, vor allem natürlich auch, weil Corona wahnsinnig viele Arbeitskräfte bei uns im Haus bindet. Vielen Dank für auch diese Einschätzung. In Anbetracht der schon vorangeschrittenen Zeit würde ich noch mal fragen, ob noch eine Anmerkung oder Frage bei den Anwesenden vorherrscht. Sehe, das ist nicht der Fall, dann würde ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Zunächst für alle, die sich heute Abend eingeklinkt haben und zugehört haben. Wir werden auch diese Veranstaltung, die aufgezeichnet wurde, dem Herrn Thome, unserem Bundestagsabgeordneten, den Link zukommen lassen. Wenn er eine ruhige Minute hat, soll er sie oder eine Stunde, was er dann schon mal angucken. Vielleicht kann er das ein oder andere auch in seiner Arbeit im Bundestag mit aufnehmen aus der Praxis, von der Basis her. Und dann darf ich mich auch noch natürlich ganz herzlich bedanken bei unserem heutigen Experten, dem Herrn Pesch vom Landratsamt, der Frau Roth, der Friede von als ehrenamtliche Flüchtlingshelferin und Kreistagskollegin und dir, Arbeit, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich darf Sie mit diesen Worten in eine, ich hoffe doch sehr entspannte Weihnachtszeit entlassen. Wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. In diesen Zeiten kann man das, glaube ich, nicht oft genug sagen. Hört man auch jeden Tag. Und vielleicht noch ein kurzer Werbeblock für eine morgige Veranstaltung der jungen Liberalen, unserer Jugendorganisation. Da wird nämlich um 18 Uhr via Teams über die Impfpflicht diskutiert mit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und Dr. Dominik Spitzer, dem Landtagsabgeordneten, gesundheitspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bayerischen Landtag. Genau, mit diesem Werbeblock darf ich mich verabschieden und wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Bis bald. Danke. Danke. Danke.